Wunderbar, so, Ladies and Gentlemen, wir spielen wieder Shame Legacy und ich kann es aber nicht widerstehen. Ich muss es jetzt weiterspielen. Und danke für euer Feedback bei den anderen Folgen. Schön von euch zu hören, auch privat, was ihr dazu zu sagen habt. Ich muss sagen, gefällt mir und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Eventuell schaffen wir das Spiel heute durchzuspielen. Also es könnte eine längere Folge sein. Und wir sind in Williams Haus eingedrungen. Wie ihr seht, werden wir erwartet. Nun ja, wir gucken mal, was in der heutigen Folge passiert. Bleibt doch bis zum Ende dran und unterstützt auch den Entwickler, die Entwicklerin von diesem fantastischen Spiel. Wenn ihr möchtet, ihr findet weitere ähnliche Spiele bei mir auf dem Kanal. Zum Beispiel Made of Scare. Sag ich jede Folge, weil es einfach ein tolles Spiel ist. So, jetzt gibt es das Intro und dann würde ich sagen, los geht's. Es mag ironisch sein, dass ich jetzt darüber schreibe, aber ich kann nicht aufhören, an unsere gemeinsamen Augenblicke zu denken. Damals, als wir in diesem Dorf ankamen und ich deine hellen, leuchtenden Augen sah. Oder als ich sah, wie du unseren kleinen Engel Rosie in deine Armen hieltst. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wird mir bewusst, dass wir schöne Augenblicke hatten. Ich warte immer noch darauf, dass du aus diesem Krieg zurückkehrst. Ich wünsche, du hättest die Kraft, das durchzustehen. Aber nicht alle Geschichten haben ein glückliches Ende. Deine Ehefrau, M. Well, nicht so schön. Ugh, einladend. Was haben wir hier denn? Nichts. Wieso hat das jetzt aufgehört, nachdem ich es gelesen habe? Erkläre mir, was das Lesen eines Briefes mit dem Abspielen einer Nachricht zu tun hat, bitte. Geht nicht auf? Nein? Okay. Well, that works. Not. E. Nope. Okay, was haben wir denn hier so? Oh, machen wir jetzt hier einen auf Evil Dead oder was, hä? So, böser Basement-Keller mit Klappe da und... Rein zufällig ist die Platte jetzt zu Ende. Es bewegt sich? Nein? Normalerweise schreit es doch dann irgendwie immer. Benutzen! Jetzt schon? Nö, lass mich raten, die ist zu. Ja, ist verschlossen. Und wenn ich das jetzt benutze, dann geht die Klappe hinter mir auf. Richtig? Benutzen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier anpassen. Puh. Was haben wir hier? Was ist das? St. Marcus. St. Marcus. Okay. Also ein einziges Medaillon fehlt uns noch. Steck ihn rein und dreh es rum. Oh yeah. Genau so mag ich es. Ja, ja, ja. Anders will ich meine Grusel-Gehstöcke nicht haben. Ugh. Das ist das Base-Basement. Yes! Okay, wir können nicht rennen. Jetzt können wir ein bisschen rennen, was ein schlechtes Zeichen ist. Und er speichert, was auch ein schlechtes Zeichen ist. Aber wir haben kein leises Symbol. Also ich würde sagen, wir können zumindest ein bisschen Spielzeit wieder gut machen, indem wir jetzt quasi schlicht etwas rennen. Aber ein bisschen umgucken müssen wir uns ja trotzdem, finde ich. Wir müssen auch ein bisschen das Spiel genießen, oder? Ah, das sieht nicht gut aus. Nö. Kann man drehen, wie man will. Es sieht nicht gut aus. Oh, einer der Weeping Angels. Es bricht durch und wir müssen von da unten uns erst wieder hochkämpfen. Wieso switcht die Kamera da automatisch hin? Ich kann nirgends woanders hingucken. Okay. Wait. Ist jetzt die richtige Zeit für? Please. Help me. I know I've sinned. Please. Please wake me up from this nightmare. Jumpscare, Vorsicht. Schätze ich. Das war jetzt gut. Wie er sich so... Hat er sich jetzt ernsthaft die Hülle eingebildet und hat gerade zu einem Kreuz gebetet? Hat er sie alle hingerichtet? Unangenehmer Besuch. Betritt das Kriegslager. Ah, also war es doch posttraumatische Belastungsstörung und irgendwie hat er dann irgendwie gedacht, dass sein ganzes Dorf einem Kult angehört oder so? Hat er einfach alle verbrannt und damit kommt er nicht klar? Ich weiß es gar nicht.
Oh. You have no name. You need no brain. You are a weapon of your belief. Oh shit. Wurde ich schon entdeckt? Lass mich jetzt mal raten, diese Schreie. Ah, oh, fucking hell. Die Schreie, die William die ganze Zeit hört, das sind. Oh, bitte nicht sehen, bitte nicht sehen. Das sind die Schreie seiner gefallenen Kameraden, kann das sein? Oh! Oh, dang! Epischer Zweikampf. Hä? Wait, what, what? Wait! Ich hatte doch. Ich war doch auf Alkohol. Also, ich hatte doch gerade meinen Jägermeister. Da bin ich doch eigentlich immer ganz ruhig. Ganz gechillt und so, ne? So ein bisschen übergeschmeidig. Alright, alright, alright. Ja, also, vielleicht sind die Gekreuzigten tatsächlich so seine sterbenden Kameraden, so die Versinnbildlichung davon. Und ich glaube, wir spielen gerade einfach so ein PTSD-Trauma. Posttraumatische Belastungsstörung. PTBS? Belastungsstörung. PTS. PTSD. Post-Trauma. Blablabla-Syndrom? Ich weiß es nicht. Gönn dir. Ah, dang it. Guck mal, jetzt müssen wir uns doch eigentlich wehren dürfen, oder? Nein? Neuer Death Count. Grrr. Well. Also, vielleicht müssen wir einfach mal auf Distanz warten, bis er weggeht. Und im Prinzip können wir uns theoretisch dieses Trinken sparen. Also da hinten links, seht ihr am Bildschirmrand, das ist so der, der uns immer die Probleme macht. Also vielleicht, guck mal, jetzt geht er weg. Wo kommt der denn jetzt her? Okay, der hat mich wahrscheinlich von hinten gesehen. Ach, noch ein Death Count. Ich muss sagen, das Militärlager ist echt. Das braucht Planung. Also wir können einfach durchspringen. Weißt du was? Lass uns das doch einfach mal probieren. Weil sobald uns diese komischen scheiß Viecher sehen, ne, würde ich spontan sagen, sind wir ziemlich im Bedrängnis. Können wir einfach warten, bis der da vielleicht weg ist? Dann können wir mal versuchen, links rumzukommen. Das wäre auch mal eine Idee. Komm, wir gehen mal so weit es geht nach hier. Weiß nicht, ob es klug ist, dem zu folgen. Aber ich versuche das jetzt einfach mal. Manchmal funzt das. Okay, so weit, so gut. Jetzt machen wir uns ganz unsichtbar. Du siehst nicht, dass diese Kiste offen ist. Du siehst nicht. Du siehst nicht, dass diese Kiste sich schließt. Wie er einfach vor dieser Kiste steht und denkt so, Alter, ich hab doch gerade was gesehen und dann die Kiste so. No, sprinten. Mal versuchen es einfach mal. Du hast nichts gehört, du hast nichts gehört. Ihr habt alle nichts gehört. Oh, warte mal. I smell his fear. Oh. We missed you, William. Das ist schön. Das ist schön, Kameraden. Ich befürchte allerdings, das basiert nicht auf Gegenseitigkeit. Oh, fucking. Dang it. Komm, das ist ein Militärlager, hier muss irgendwo ein Schnapp stehen. Mist. Da komme ich nicht mehr so wirklich raus, ohne dass. Oh, könnten wir bitte irgendeinen Jägermeister jetzt kriegen? Bitte schön.
Ah, dang it, ich muss zurück. Warte mal, es geht doch um Sichtbereich, oder? Shoot. Das ist sowas von meinem Kriegstrauma, was wir hier gerade durchleben. Ich schätze mal, er ist nicht damit klargekommen über die Gräuel des Krieges und so. Ich meine, die Briefe lassen ja auch darauf hindeuten. Aber die Sache mit dem Kult ist mir bis jetzt noch ein bisschen unverständlich. Inwiefern dieser Kult da jetzt mit reinspielt und inwiefern dieser Massenmord und so da mit reinspielt. Also ich denke langsam, dass er aus dem Krieg gekommen ist und dass dieser Kult halt seine Freundin oder seine Frau gebracht hat, beziehungsweise sein Haus angezündet hat. Oder vielleicht denkt er nur, dass sein Dorf in einem Kult wäre und er versucht sich denen zu entledigen oder so. Ist nicht so, hätte ich das jetzt zumindest geschätzt. Ah, endlich. Komm, gönn dir. Ich wüsste gerne, was das für eine Tinktur sein soll, die ihn da so beruhigt. Also ich schätze mal, sobald der hier rauskommt, der müsste jetzt gleich mal auftauchen, der Typ hier. Ich würde sagen, wir können einfach mal hinter dem hergehen. Ist das der Schatten? Ist das der Typ? Wieso können wir nicht durch eine Zeltwand gehen? Ich meine nur, also, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich höre Schritte von links. Lass uns das mal ganz kurz abwarten. Boah, frickin'. Komm, mit dem müssten wir uns doch eigentlich wehren können. Wieso können wir uns denn nicht mehr wehren? Ich krieg ja nicht mal mehr den Prompt dafür. Was bist du denn nicht für ein Soldat, der sich nicht mal gegen seine eigenen Kameraden wehren kann? Die sehen auch noch alle gleich aus. Also technisch gesehen wehrst du dich nur gegen einen Kameraden. KameradInnen. Sorry. Wo sind wir? Da ist so ein Ding. Das mögen wir nicht. Stimmt. Wo bin ich hier gerade? Musste ich hinter mir weiter? Oder hierher? Musste hier, glaube ich, weiter, oder? Wir sind jetzt hier beim zweiten Abschnitt. Genau. Jetzt dreht dieser Freak sich gleich einmal kurz um. Jetzt kriegt er seinen Zuckanfall da. Und bläh. Und jetzt guckt er wieder weg. Genau. So. Jetzt gehen wir hier rum. Warum steht da immer Dorfbewohner in einem Militärcamp? Jetzt frag ich das doch mal selber wohl. Zack, so. Holy shit, was ist das denn bitte für eine Motivationsrede? Entweder ihr tötet den Mann vor euch oder der Bruder neben euch stirbt. Oh, das ist, glaube ich, die Szene, die man als Screenshot kriegen kann. Ich weiß nicht, was das soll. Hört ihr mich jetzt reden oder was, ihr Dorfbewohner? Nein? Ich dachte, vielleicht ist das Mikro irgendwie für das mitgezählt. It will be over soon. Ach komm, give it a try. Oh, dang it. Ich muss das doch gesehen haben. Ich bin mir sicher, ich muss da irgendwo rechts her, sonst würde da jetzt nicht so ein Typ herlaufen. Bei den Göttern ist das spannend. Ich finde das Spiel gut. Was eine Rede, ey. Ich krieg zu viel.
Also mir gefallen diese Schleichmomente ehrlich gesagt gar nicht. Die Fluchtmomente finde ich persönlich besser. Also ich mag beides nicht, aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich die Fluchtmomente eher... Ach, ich musste ja auch meine Klappe aufreißen. Wenn ich wählen dürfte, würde ich keins von beiden wählen, hätte ich vielleicht sagen sollen. Gut, ich habe es mir selber eingebockt, ich gebe es zu. Entschuldigung. Lass mich raten, das Vieh hebt jetzt den ganzen Wagen weg oder so. Ich sehe halt auch keinen Weg. Aha. Habe ich es schon verloren? Oh! Adam, is that you? Where have you been? Adam? Who the hell is Adam? I looked everywhere. I finally killed him. I killed them all. What is he saying? That's a murderer. You made me do it. It's all your fault. What the hell? I found Easy. Him. Easy. He's here. I found him. Come. Easy, man. Come. He's here. He's here. Hinter dir. Come! Fuck down! He's here! He's here! He's here! Come! Shut your fucking mouth! He's here! He's here! I found him! I finally found him! Oh! I found him! In den entsprechenden Momenten wirft es mich einfach immer nur weg. Na dann heißt es wohl wieder ein bisschen weglaufen. Das war gerade so gut schon wieder mit der Ansage, ey. Im letzten Let's Play habe ich eine Ansage gemacht. Oh, jetzt kommt das Monster. Zack, gab es ein Monster. Ich kann so, also ich präferiere Flucht. Zack, Monster. Fucking hell. Dem Tod entronnen. Überlebe jede Begegnung mit dem Monster. Moment. Das ist die Errungenschaft. Überlebe jede Begegnung mit dem Monster. Erstens haben wir nicht jede überlebt. Wir sind zigtausendmal gestorben. Wir sind jetzt, wenn ich mich nicht verzähle, bei 13, eventuell 14. Kann sein, dass ich einen Tod vergessen habe. Aber das Interessante ist ja... When will this nightmare end? Diese Errungenschaft könnte bedeuten, dass das Monster nicht mehr auftaucht. Das könnte übrigens auch bedeuten, dass wir jetzt kurz vor Ende des Spiels stehen. Das würde ich extrem begrüßen, weil das Spiel ist an sich total klasse. Aber alles Gute muss mal ein Ende finden und ich glaube, es ist langsam so in die Tendenz dazu, dass nicht mehr so viel Schockierendes passieren... Also, warte mal. Es kann schon noch was Schockierendes passieren, aber ich glaube, ob wir jetzt noch durch 20 Wilde rennen und 400 Mal von denselben Dorfbewohnern abhauen und uns 800 Mal um dieselben irgendwas rumschleichen und die ganzen Jumpscares mitkriegen. 160 Trillionen, 13 Jahren mal. Ich glaube, das Spiel fängt jetzt langsam an, in einem Loop zu vergehen. Und die Schockmomente werden halt vorhersehbarer. Okay? Also ich glaube, wir sind jetzt an einem guten Punkt, wo das Spiel langsam mal so in die Tendenz zu einem glorreichen Ende kommen kann, bevor jetzt Langeweile oder Boring... Langeweile oder Boringness eintritt. You came to me. Seeking sanctuary from your father and his beliefs. I told you to do the right thing, no matter what others say. What choice did I have? How could I stand up to him? You gave in to your fears, and it's led you to that evil cult. All the prominent people of Wakefield either followed the cult or stayed silent. How could I do otherwise? The cult was my family's legacy. Path to destruction starts from fear, my boy. There's no easy road to salvation. Okay. Father. Now I understand what you meant. Ich noch nicht ganz, aber so richtig fremd wirkt das jetzt auch nicht für mich. Seht ihr, das meine ich, es ist halt so, das hat man jetzt alles ungefähr 100 Mal gesehen, da ist weder was Ekliges noch was Schockierendes mittlerweile dabei. Also ich denke tatsächlich, dass wir jetzt gleich mal so zu einem Climax kommen sollten oder kommen werden. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass das quasi damit... Ein Wiedergänger, erreiche den Friedhof, ist die Errungenschaft. Wieso hat der Friedhof eine geheime Klappe genau neben einem Grab?
Well, ich hätte auch gedacht, dass das Spiel irgendwie so bei Williams Haus vielleicht geendet wäre oder besser geendet hätte, so am Ende. So dass man dann feststellt, ah, okay, hey, sind doch alle verbrannt, ich habe mich vertan oder sowas. Gehen jetzt alle in die Kirche, so Resident Evil mäßig. Meine. Ach nö. Ist auch so made of scare. Also musikalisch und soundtechnisch ist dieses Spiel on point. Manchmal. Okay, da hängt auch einer rum. Ich denke, wenn wir uns an den äußeren Metern halten. Oh, dang it. Oh, dang it. Dang it. Dang it. Hey, ich dachte, die Falle lockt sofort alle Dorfbewohner an. Irgendwie nicht, oder doch? Inhaltstechnisch, storymäßig. Heavy stuff, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber sonst... Oh, wollte eigentlich nur gucken, was da drin ist. Anscheinend geht's hier aber weiter. Aber ich sag mal, es ist jetzt auch nichts Neues. So gesehen. Pfeile. Lass mich raten. Hier. Oh, dem Gehstock fehlt ein Teil. Kann das sein, dass hier Ende ist? Alright. Nice, nice, nice. Also zumindest brauchen wir hier alle Teile. Was ja schon mal darauf hindeutet, dass das eher so im fortgeschritteneren Bereich ist. Ich fände es auch ganz cool, wenn man die ausnocken könnte. Wenn man sie eigentlich sehen, so. Stab einen drüber geben. Moment, hier geht's nicht rein. Okay. Shoot. Okay, wofür brauchen wir den Meißel? Ich schätze mal, wir sollten den leuchtenden Dingen folgen. Also irgendwo wird doch hier. Da ist ein Prompt. Da hängt aber auch einer. Hä? Was? Wie? Statt der Meißel oder Pfeile? Ich gehe lieber mal hier runter. E. Okay, okay, okay. Ich hätte mich gerade schon gefragt, wie wir durchkommen. Das stürzt jetzt wahrscheinlich ein, oder? Sehr intelligente Entscheidung. Stell dich zwischen einen eventuell zusammenstürzenden Haufen. Und today, your worthless life is going to make sense. Be proud for becoming a worthy offering. You see? Suffering is needed for salvation. Stop, please! Please stop! You ruthless bastard! Übersetzung ist falsch. Yourself for being born this way. Be angry for being worthless. Show me your pain. Let me see your true face. I hate my dad. I hate being born a Smith. What a mess you made. Okay. Oh. Das war so nicht gedacht. You think you can run? Ich präferiere das zwar, aber ich möchte es jetzt gerade nicht. Ach, dang it. Also noch hatte ich aber auch nicht das Zeichen. Ich hab doch E gedrückt. Okay, entschuldigt, wenn ich jetzt gerade nicht ganz so viel kommentiere. Ich versuche jetzt mal ein bisschen to make sense out of it. Also ich guck dann mal, wo hier mal so ein paar Leute rumhängen. Damit wir da nicht unbedingt reinhängen. Da steht ein Typ. Ich weiß nicht, ob der weggeht. Wäre zu begrüßen. Aber aktuell tut das nicht. Rechts steht eine Frau. Aber wir müssen halt gucken, wo die da rumgammeln. Okay, also der zappelt nur, dann können wir theoretisch in einem bestimmten Moment nach rechts gehen, aber halt nicht viel Zeit dafür.
Hier hängt keiner. Sie kniet da. Auf der Seite hängt auch keiner. Da hängt halt jemand und daneben hängt definitiv einer. Okay, also zumindest habe ich jetzt mal so einen kleinen Überblick, was hier Sache ist. Schön, also ist hier irgendwo ein weißer Punkt? Nein, hier ist auch kein weißer Punkt. Und William, du hast eine scheiß Familie. Tut mir leid, dir das so sagen zu müssen, aber deine Familie ist echt kacke. Also dein Vater ist, ja, sagen wir mal, durchaus berechtigt, wenn du ihn nicht magst. Durchaus, ja. Ich glaube... Oh, frickin'... Dang it! Mann, das zwingt einen zu so einer überstürzten Handlung. Was haben wir hier? Noch ein Murderer. Okay. Sag mal, sind die Flüchtlinge, sind das Kriegsflüchtlinge? Also nicht welche, die aus dem Krieg geflohen sind im Sinne von Zivilisten, sondern haben diese Kulttypen vielleicht Leute hingerichtet, wo sie dachten, zum Beispiel, dass das Schwarze oder so sind, dass das hier irgendwie der Konföderiertenkrieg war? Kann das sein? Kann das sein, dass wir irgendwie gezwungen wurden, im Konföderiertenkrieg zu kämpfen und dieser Kult ist der Meinung, dass sozusagen die ganzen Weißen Recht hatten und die Flüchtlinge, die sie hingerichtet haben, das waren alles Schwarze oder sowas? Kann ich nicht lesen, tut mir leid. Also wenn ihr das hier lesen könnt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Oder was steht da? Whoever can hear, let them hear, and whoever can't hear, let them close their eyes. Ears. Let them close their ears. Okay. Haben wir das zumindest auch schon mal verstanden. Also wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Ist das der, den wir brauchen, um da vorne beim Tor weiterzukommen? Oh. Oder müssen wir jetzt irgendwo anders hin? Ich weiß es gar nicht. Also ich würde es perforieren. Okay, hier können wir her. Ach, diese Schreihälse, ne? Oh. Benutzen. Funktioniert. Lass mich durch. Oh. Okay. Warte mal, können wir da rein? Also ich würde es gerade sehr begrüßen, wenn wir hier rein könnten. Ich finde das ein bisschen blöd, dass hier überall Leute sind. Hopp. Schön. Seht ihr, das meine ich mit, das Spiel zieht sich künstlich in die Länge, weil wir haben jetzt so 1000 Mal, jetzt müssen wir in alle Krypten und all sowas, nur um einen Schlüssel nach dem anderen zu finden. Ah, dang it. Das hätte ich mir vielleicht sparen können. Ich dachte, das ist ein Schlüssel. Moment, waren wir jetzt hier nur drin, weil wir theoretisch, damit wir uns in Sicherheit wiegen können oder so? Ist hier gar nichts anderes. Ah, Miste. Ah, gut. Also das war im Prinzip nur, damit wir uns kurzzeitig verstecken können. Glaube ich. Dang! So interessant, oder? Das ist hier so einen schönen Eingang mauern und dann halt so eklig. Ja, offenkundig nicht. Ich würde sagen, der Apfel ist extrem weit vom Stamm gefallen. So. Ich halte mich erstmal wieder an den äußeren Perimetern. Nope. Ah, damn! Warte mal, kann ich mich jetzt wehren? Hup. Das macht eure Maus kaputt! Ohne Witz, das ist... Oh. Und jetzt gib mir... Bam! Warum? Okay, das ist schon irgendwie so ein bisschen fies, oder? Warum schlagen wir bei Frauen so immens heftig zu, bei den Männern so... Plupp, einfach mal wegstoßen. Oh, no. Hier. Rein. Go. Oh, dieses Spiel macht einem ein Herz auf. Ah, damn it. Bevor ich mir das Grab angucke, gucke ich erstmal, ob es hier unten schön Jägermeister gibt, ne, um sich zu beruhigen. Ach, da ist er. Schön. Das ist schön, was hier so alles in den Gräbern rumsteht. Ja, ich lagere meinen Whisky auch immer in den Gräbern. Und ich nenne ihn dann Graveyard oder Gravekin. Ja, das ist gut. So, viele Gräber habe ich nicht gesehen. Das hier ist doch bestimmt was Besonderes, oder? Ich meine, das gammelt da so total provokant rum. Hier geht's auch nicht her. Was ist denn das?
War das wieder nur, damit ich mich beruhigen kann? Das kann nicht sein. Aber ich habe da irgendwas übersehen, bestimmt. Seht ihr irgendwo einen weißen Punkt, den ich eventuell übersehen habe? Wenn so ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und schreibt mir, hey, du hast da was übersehen. Vielleicht, wenn es wichtig genug war, gehe ich nochmal zurück. Aber ich sehe hier wirklich nichts. Ich glaube, das war wieder nur, damit wir uns kurz beruhigen konnten. Dang it! Irgendwo muss es doch weitergehen. Und da ist ein Schreihals. Ah, da können wir theoretisch auch noch rein. Ah, ich schätze mal, da müssen wir dann auch rein. Können diese Schreihälse mich hören? Also sehen können sie mich anscheinend. What you see? Nee, what you see is upside down. Okay. What you see is upside down. What you see is upside down. Um das Zahnrad zu drehen, das Symbol zu drehen, benutze ASD, um das ausgewählte Zahnrad zu drehen. What you see is upside down. Bin mir nicht sicher, aber wir gucken mal. Warte mal, was du siehst. Upside down. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, inwiefern habe ich mich nicht eben beschwert, dass das alles zu leicht ist. Ah, das haben wir jetzt davon. Na gut, versuchen wir es mal einen Moment und das kriegen wir schon irgendwie raus. Yes! Alright! Das war mehr Trial and Error als genau gewusst wie, aber es hat geklappt. Also ihr könnt mal ganz kurz langsam zurückspulen, wenn ihr die Lösung sehen möchtet. Ansonsten versucht es einfach mal selber. Na gut. Also das hier Hochsprinten klappt ja schon mal gar nicht mal so gut. Das ist eine sehr große Gruft. Krypta. Whatever. Also es ist auf jeden Fall sehr groß. Da sitzt jemand drinnen. Gut informiert, sammle alle Notizen, also mehr gibt's nicht. Ich spüre die reinste Ekstase, wenn ich davon träume, endlich einen Menschen aufschneiden zu können. Das Blut in meinen Adern kocht schon bei dem Gedanken, neben dem Opfertisch zu stehen und auf das Opfer herabzusehen und sein Leben bettelt. Ah, wie lange muss ich noch warten? Ich will meinen ganzen Körper befeuchten. Ich will in Blut baden. Wer weiß, vielleicht werde ich die Leiche sogar liebkosen. Ich kann es einfach nicht erwarten. Ich kann es kaum abwarten, meine Meisterwerke zu schaffen. Oh. Guten Tag. Wie wilde Tiere. Ja, noch brauchen wir es ja nicht, oder? Notfalls behalten wir uns das mal. Nun gut, wo kommen wir jetzt schon wieder raus? Ich meine, das war so ein, in Anführungszeichen, Hardcore-Rätsel, dass ich irgendwas Vernünftiges erwarte. Well, erwarte nie zu viel von einem Spiel. Also, ich habe das Leiser-Symbol. Ach nö. Ein Schreihals links. Irgendwo steht hier jemand. Da hinten. Okay. Das, wir halten uns wieder an die äußeren Perimeter. Irgendwo willst du hier zwischendurch gehen. Ich bin mir nicht sicher, wo wir hin müssen, aber ich habe da so eine Idee. Oh, dang. Warte mal, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Das ist vielleicht ein bisschen offener, als ich es wollte, aber ist vorhanden. Oha. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir müssen anscheinend irgendein Werkzeug finden, weil irgendwo stand doch, benötigt spezielles Werkzeug, oder? Okay, da ist nochmal ein Schnäpschen. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Das ist doch quasi wie ein spezielles Werkzeug. Aber haben die wirklich Special Tool? Spezielles Werkzeug? Also war das wirklich eine wörtliche Übersetzung? Oder haben sie das nur eine sinngemäße Übersetzung gemacht oder so? Irgendwie so, hey, ihr braucht einen speziellen Gegenstand oder sowas. Ah. Also der wird uns definitiv sehen. Ja, also der wird uns sowas von definitiv sehen. Und er guckt halt auch immer in dieselbe Richtung, also er wird auch nicht wegschauen. Das heißt, ich schätze einfach mal. Oh, dang. Habe ich uns jetzt hier in eine prekäre Lage gebracht, oder was?
Oh, freaking hell, ich muss da jetzt her, oder was? Nee, oder? Ah, frick me. Warte mal, er guckt nach rechts. Also guckt grundsätzlich nach rechts. Und nach links. Aber guckt er irgendwann auch nach mir? Guckt er ganz nach rechts irgendwann mal? Guckt er mir quasi ins Gesicht, oder... Nö. Also in der Theorie dürfte er mich nicht sehen, aber Theorien sind gut. Oh, frickin'. Ja, das stimmt. Theoretisch ist das auch richtig, was du sagst. Praktisch zum Glück nicht mehr. Oh, okay. Also hier musst du echt höllisch aufpassen. Ach, da ist der Schreihals. Okay, er hat uns offenkundig nicht gesehen. Wo ist denn hier eine Kirche? Witzig, wenn ich runter gucke, wird das Glockenläuten lauter. Ich schätze mal, ich muss da rein oder ich bin da rausgekommen. Eins von beiden. Ich muss da rein, oder? Nee, ich rumschreien. Neben mir war eine Falle. Okay. Ah, psch, 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 psch. Wir wollen gar nicht dieses Gejaule hören. Wir wollen auch kein Geschrei hören. Wir wollen hier nichts. Oh, was ist das? Oh, da ist es. Das Menschenmedaillon. Das letzte unserer Medaillons. Und einsetzen. Flips. So, jetzt können wir theoretisch, wenn wir es irgendwie schaffen, einen Ausweg zu finden zu dieser Frau, können wir theoretisch diese Tür öffnen. Ich schätze mal, dass wir dann so langsam das Ende des Spiels erreichen könnten. Könnte. Nicht mehr. Wow, wow, wow. Nope. Ah, dang it. Können wir? Oh, das schon wieder. Hä? Was? Kann das sein, dass ich das muss, weil mein Makro versagt gerade, also... Ich schaff's nicht. Ungelogen. Hä, ist das... Nein, ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Also wir haben jetzt 15 Tode mindestens, vielleicht auch 16. Du bist gestorben, also es kann auf jeden Fall nicht der richtige Weg gewesen sein. Hey, was war denn das? Die Klicks sind nicht durchgegangen? Mein Makro ist nicht durchgegangen? Mein Makro müsste etwa 400 Mal die Sekunde geklickt haben. Hat es aber nicht. Bei den anderen ging's? Hier ging's nicht. What the... Moment. Also hier bin ich jetzt wieder. Oh, dang it! Hat er nicht gespeichert? Oh, ey, die Checkpoints sind also wirklich nicht gut gemacht. William, du musst etwas aufmerksamer sein. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Warte mal, da links von uns ist eine Falle. Also soweit passt das schon mal. Vor allem, wenn ihr da reintretet, ne? Dann knistert es halt einfach mal gefühlt 4 Stunden. Rechts habe ich gerade gesehen, den Typen, der uns da erwischt hat. Der da. Okay, da müssen wir also gleich ganz besonders intensiv hinhören. Nicht, dass wir das dann wieder verbrutzeln. Mit wir meine ich natürlich uns. Also ich habe das selbstverständlich nicht alleine gemacht. So, komm schon. Füge dich ein und boom. So, jetzt haben wir alle 4 Medaillons. Mehr gibt es nicht zu tun. Und wir haben tatsächlich nicht gespeichert. Krass. Lass kurz hinhören. Eigentlich klingt's gut. So, das wäre also schon mal erledigt. No, no, no! Ah, ich laufe noch genau rein. Damn. Spezieller Gegenstand nötig. Ja, fun freaking tastisch. So, heilige Statue Mutter. Hast du vielleicht etwas für mich? Nein? Hier kann ich wirklich nicht durch? Nö. Muss ich bei dem her, oder wie läuft das jetzt? Also da kann ich rein. Ich frage jetzt, ob es mir was bringt. Also wir brauchen irgendeinen speziellen Gegenstand anscheinend noch. Und jetzt wissen wir auch, dass da hinten irgendwo ein Schreihals hängt. Da. Ruhe. Warte mal, es gab doch noch so eine Gruft hier in der Nähe. Da vorne.
Da war noch ein Schnäpschen drin, oder? Ich glaube, das sollte ich mir vielleicht erstmal holen. Aber gönn dir. So, wir haben jetzt alle Sachen zusammen. Jetzt müssen wir irgendwie noch einen Weg zurückfinden. Ach, guck mal. Stimmt, wir waren ja gestorben. Okay, ja. Wahrscheinlich war das das spezielle Werkzeug, das wir eben nicht hatten. Gut, dann müssen wir das halt jetzt nochmal machen. Aber gut, das kriegen wir wohl schon irgendwie hin. Ah ja, hier war das, genau. Gehstock benutzen. Benutze, um den Gehstock zu ändern. Also. Moment. Hier, also was haben wir jetzt gerade ausgerüstet? Ich kann es echt nicht sehen. Ich kann es wirklich nicht sehen. Adler. Warte mal so. Was macht der denn da? Okay, Symbole zu ändern, A und D, um das Medaillon im G-Stock zu ändern. Aha. Das hier dreht die drei mit. Das hier dreht die drei mit. Das hier dreht die beiden mit. Das hier dreht die beiden mit. Das heißt, wenn ich den jetzt hoch mache, dann dreht der sich einen runter. Wenn ich den jetzt mache, dann drehen die sich. Wenn ich den jetzt mache, dann dreht der sich. Wenn ich den jetzt mache, dann dreht er die beiden. Okay. Oh, löse alle Rätsel im Spiel. Ich würde sagen, das war das letzte Rätsel. Das war auch mit Abstand das schwerste Rätsel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ist das? Achso, ich dachte, da stehen kleine Männchen. Na gut, okay. Also, ich würde sagen, wir erreichen jetzt langsam das Ende des Spiels. Ich will jetzt nicht zu viel voraussagen, aber wir haben sehr viele Errungenschaften bekommen und wartet mal ganz kurz. Ich hoffe, es passiert mal gerade nichts. Okay. Ich mache mal ganz kurz Steam auf. Ich möchte jetzt mal wissen, ob irgendwelche Errungenschaften noch fehlen. Also, wir haben 60%, 9 von 15 Errungenschaften erreicht. Wir müssten 5 Dorfbewohner abwehren, haben wir nicht gemacht. Wir haben das. Okay, das werde ich nicht spoilern. Schließe das Spiel in weniger als 2 Stunden ab. Haben wir auch nicht geschafft. Echt nicht? Schade. Aber knapp 3 Stunden. Schließe das Spiel zweimal ab. Haben wir auch nicht gemacht. Schließe das Spiel ab, ohne Beruhigungsmittel zu finden. Haben wir auch nicht. Schließe das Spiel ab, ohne zu sterben. Haben wir alles nicht. Aber es gibt nur noch eine Errungenschaft, die wir tatsächlich nicht haben. Ja, ich schätze mal, das ist genau die hier. Also gut. Ich würde spontan vermuten, aufgrund der Errungenschaften und wie das ganze Setting hier ist. I have to face it. Dass wir jetzt das Ende des Spiels erreicht haben. In this nightmare. Ich hoffe, bis jetzt hattet ihr Spaß. Dann machen wir das Ende jetzt auch noch gemeinsam, oder? Let's get it over with. Where are you? Da oben, oder was ist das? You damn monster! Run away from you all my life. I'm tired. I can't continue. I know I'm weak. I'm terrified. But I don't care anymore. Well. Halt ihm die Funzel ins Gesicht. Oha. William. Also bitte. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Kleiner. Jetzt kommt nämlich die Errungenschaft. Töte das Monster, das Ende des Albtraums. Ich hätte mir ein bisschen epischeren Climax vorgestellt, aber kann das sein, dass wir jetzt gerade am Anfang des Spiels wieder sind? Da, wo wir jetzt nach unten gucken und bluten? Was muss ich machen? Weh? Ich schätze mal weh. Kann ich sprinten? Nein. Also wir gehen langsam auf dieses unepische Licht zu. Und das scheint dann die Kirche zu sein, oder? Warum enden solche Spiele eigentlich immer irgendwie an Kirchen? Ja, genau wie ich es am Anfang gesagt habe. Und dann sind wir quasi abgehauen. Also, es war alles schon irgendwo so ein kleiner Circle of Life. Wir brechen zusammen, oder? Also, ich kann auch nicht schneller gehen, es tut mir leid. Ja. Finito, sense, abitato, Ende. Schluss mit lustig. He's a traitor to the cult. So I decided to take his life. Kill him. Ich denke, er ist geschossen. Sorry, please.
Deswegen auch das Trauma. The only reason for this mess. Ah, oh, ich darf wieder weiter. Ja. Ich hoffe, es klärt sich jetzt alles noch auf mit William. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Spiel durchspielen, aber es war ein geiles Spiel, ey. Und ja, es sind lange Folgen, das gebe ich zu. Aber das Spiel hat es verdient. Ehrlich, gutes Spiel. Wirklich gutes Spiel. Aber für die Errungenschaft jetzt das Ganze nochmal durchspielen, ich weiß nicht. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, jetzt kommt der Vater raus, da, dieser Priester. Und ich schätze mal, so fing der ganze Mess erst richtig an. Vom Anfang an die Szene. You couldn't confront your dad's beliefs. You spilled human blood without a reason. It wasn't my fault. My father and his damn cult. They turned me into what I am. A monster. I have no strength left, but they all got what they deserved. My child, I taught you to accept your sins, try to atone for them. Instead, you chose to kill, to wash away your sins. This is not how the Lord wants you. Father, I'm scared. I don't want to die. Ask for the Lord's forgiveness. Be strong, my boy. I'm tired. I feel cold. I'm sorry. I was weak. Und das war Shame Legacy. Holy hell. Danke nochmal an Revenant Games, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in irgendeiner Weise komplett durchspiele. Aber holy hell. Gutes Spiel. Also, wow. Interessante Story. Harter Tober, muss ich sagen. Jetzt nicht direkt für mich, aber viele Menschen, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es eine After-Credit-Scene gibt. Deswegen verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle. Da einige Menschen an diesem Spiel aber mitgewirkt haben, wäre es doch schön, wenn wir das wenigstens bis zum Ende gucken können und diesen Menschen etwas Tribut zollen würden. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle von mir. Danke, dass ihr auch immer dabei seid. Danke, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Und von allen ganz Herzen, das, was noch übrig ist, nachdem dieses Monster es rausgerissen hat, möchte ich sagen, wenn ihr Bock habt, mich weiter zu unterstützen, werdet Patreons. Und danke nochmal für alle die Leute, die auf meinem Kanal bereits Mitglied sind, auch wenn sie nicht im Outro erwähnt werden, weil das erst ab einer zweithöheren Stufe geht. Und danke nochmal an alle, die mich unterstützt haben. Ja, es war ein super Spiel. Es hat Spaß gemacht, es hatte seine Momente. Es war schnelllebig und wenn ich sehe, es gibt eine Errungenschaft, Spieler spielen unter 2 Stunden durch, dann war es auch nie dafür gemacht, dass es wirklich lange Spielzeit hat. Ich denke, es ist häufig so, dass man durchrushen soll, statt durchschleichen. Ja, also gruselig war es nicht. Es war eher wirklich so ein Story-driven Game. Und ja, es hat Spaß gemacht. Doch, also es war mal eine schöne Abwechslung. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, eure Meinung. Ab in die Kommentare. Kommt noch was? Nein, kommt nichts mehr. Als denn, Valador Heris, euer Wolf.